Wollen wir uns noch irgendwas auf dem Marktplatz kaufen? So Tee oder sowas, damit wir wach bleiben? Immerhin dauert das 24 Stunden, wenn ich die richtig verstanden habe. Das ist ein guter Einfall. Ich gebe ihr mal Sammwendokarten. Schaffst du das alleine? Auf dem Marktplatz? Ja, das kriege ich wohl hin. Gut, lass dich nicht beklauen. Nein, jetzt bin ich Ritterin. Jetzt wird Jetzt bist alles du Ritterin. anders. Ja, dann blickt er noch beim Weggehen nach und fragt sich, ob er vielleicht einen Fehler gemacht hat. Minimal vielleicht. Ja, Ahmad schaut ihr hinterher und schaut mit einem wissenden Blick hinterher, dass er weiß, dass Yalan einen Fehler gemacht hat. Aber ja. Ja, dann würde ich sagen, warten wir. Wir könnten noch einige Dinge vorbereiten, wenn ihr möchtet. Beispiel. Aber die örtlichen Geweihten sollten in der Lage sein, die Waffen zu weihen, wenn sie das für nötig halten. Von daher hat er das auch immer gemacht. Er hat unsere Waffen einfach uns alle gesegnet und dann waren sie für ein paar Stunden den Dämonen schmerzhafter. Ich weiß nicht, ob die Geweihten vor Ort dazu in der Lage sind, aber ich nehme es an. Wenn wir fragen, wären die Praios-Geweihten bestimmt bereit, uns in der Richtung zu helfen. Ja, wenn ihr noch einmal nachfragt, dann könnt ihr von verschiedenen Geweihten auch die Auskunft bekommen, dass ihr ja, geweihte Waffen bekommen könntet. Und die würden dann auch für diesen Zeitraum ausreichen. Selbstverständlich hat man auch den Effa-Tempel hinzugezogen, auch ein paar Swafnir-Geweihte, die dann mit dabei sind, weil es hier auch ein paar Torwale gibt, die sich dann auch sehr gerne ja, angeschlossen haben. Und ja, dann wird Ashebit, Saba, Periman wird dann gemeinsam mit dem Swafni-Geweihten eine kleine Zeremonie abhalten und dann eure Waffen und auch die der anderen Söldner, die sich jetzt angeschlossen haben, weihen. Weihen oder segnen? Segnen. Okay. Und dann beginnt es. Myria ist selbstverständlich rechtzeitig wieder da. Ihr habt eure Waffen allesamt weihen lassen. Ephedaios wird der Eisenkragen abgenommen. Man liest ihm seine Rechte vor und erklärt ihm die Prozedur. Ephedaios ist dann auch bereit, den Pakt zu brechen. Und widerruft einmal laut und deutlich: Hiermit widerrufe ich meinen Pakt mit Charybdot. Einmal fließt ihm etwas Blut aus der Nase. Und dann beginnt es. Es fängt an zu regnen. Die Sonne stand eben noch hoch am Horizont und dann konnte ihr sehen, wie die Wolken, die am Hafen oder kurz vorm Hafen auf der offenen See, die sich noch abgeregnet haben, aufs Land ziehen und die Sonne verdunkeln. Nach ungefähr 10 Minuten könnt ihr die Sonne nicht mehr sehen und es ist am Tag stockdunkel. Regen fällt, Sturm kommt auf und die See wird unruhig. Das könnt ihr von dieser Position aus schon hören, sehen. Ich stehe recht unruhig da, blick ab und zu zwischen Ephandarias und dem Wasser hin und her. Bete einfach zu Praios, dass er uns doch beschützen möge. Sinnschärfeprobe. Glaube, ich habe noch nie eine Sinnenschärfe geschafft bei dir. Eine gute Einstellung. Oh, ich habe eine Sinnenschärfe geschafft. Du bist ja auch einäugig. Das mag ein Problem sein. Ja, denkt man sich manchmal. Ihr könnt sehen, wie sich die Wasser schwarz färben. Es sieht so aus, als ob Blut die Strömung rückwärts hochfließt. Wie ein einfacher, nicht wie ein Streifen, sondern mehr wie ein Tentakel, schlängelt sich eine blutige Spur den Fluss hier auch. Ansonsten ist alles still. Der Regen tropft Schweigen. weiter. Wie reagieren denn die Geweihten da drauf? Also,
Das ist das Bild, das ich da sehen muss. Stehen die auch einfach da, sind erstarrt oder ziehen die die Waffen? Die einzelnen Wachleute haben allesamt Schild und Schwert gezogen, starren auf den Fluss, auf teilweise die Straßen, obwohl die nicht ganz so sehr wichtig sind. Man hat hier auch teilweise abgesperrt, also man kann dann noch zum Marktplatz, aber die Straßen rund um den Tempel sind so ein bisschen abgesperrt, auch die Flussmündung, da hat man ein paar Schiffe dann wegziehen lassen, ein paar Floßboote. Die Hafenkommandantur wurde wohl verständigt, kann man euch sagen, aber die meisten sind jetzt mit ihrem Blick auf dem Wasser, also Fluss und Meer. Was möchte denn Kiaras tun? Er hat sich von der Gruppe entfernt und sieht jetzt, wie sich die Schleusen des Himmels geöffnet haben und es strömender Regen nach unten perlt. Mir läuft einmal ein Schauer über den Rücken. Aber es gibt einiges, was ich noch zu tun habe. Was? Zum Ersten möchte ich natürlich mich umschauen nach möglichen Handelspartnern für das Eisen. Ich möchte natürlich ein gutes Geschäft machen und ich habe zumindest ein wenig Ahnung von Handel. Eine zweite Sache, die ich machen möchte, ich möchte auch einmal einen Tempel aufsuchen, und zwar von meiner hauptangebeteten Gottheit. Das ist natürlich Raya. Ich dachte, er sagt jetzt Boron. Nein, Boron ist nur der zweite. Ich habe Prioritäten. Außerdem habe ich eine Einladung vom Hafenmeister bekommen, der ich natürlich nachgehen werde. Vielleicht kann ich aus ihm auch noch so ein paar Informationen rausquetschen, wo man gut handeln kann. Und dann möchte ich natürlich meine Verbindung, die ich beim letzten Mal in der Stadt gemacht habe, auch noch einmal besuchen. Dann muss sowas fliegen. Okay. Ja, mit einem unguten Gefühl im Magen, du weißt, was ja jetzt auf dich und die anderen wartet. Denn für die mehr Leute hier im Hafen ist es nur ein normales Unwetter, was aufzieht, aber du weißt, was dahinter steckt. Und was deine Freunde, was deine Verbündeten, Freunde nennen wir sie nicht unbedingt, jetzt vielleicht erdulden müssen. Du suchst, ja, die Verbindung zu den Händlern, kannst dich hier mit dem einen oder anderen am großen Markt, am Bazar unterhalten. Gehst noch ein bisschen weiter, weichst den Huren aus, die hier am Bordell stehen. Immer weiter in Richtung Süden, wo die ja, Straßen staubiger werden, schäbiger. Einiges Gesindel herumhockt und auch mehrere Stadtwachen hier noch zumindest an den Hauptstraßen herumstehen. Bis du dann den Tempel des Todes findest, beziehungsweise, Entschuldigung, du wolltest Raya finden, ne? Ja. Dann wirst du den Raya-Tempel der geschenkten Freude bei den Gauklern finden. Ein bisschen südlich vom Praios-Platz. Bis dann dem Boron-Tempel warst du grob in der Nähe, wegen den Händlern am Bazar, aber dann in Richtung des Raya-Tempels gegangen. Ja, da erwarten dich dann die Leute. Kannst du natürlich ein kleines Rosenbecken steigen, um da deine Füße zu waschen und schaust dann auf zwei Geweihte, männlich-weiblich, die dich empfangen. Sehr schön. Raya zum Gruße. Raya zum Gruß. Wie können wir euch helfen? Schön, dass ihr hier seid. Möchtet ihr ein Glas Wein trinken? Zu gerne. Ich bin hier, um über meine Sorgen nachzudenken und mich ein wenig mit der Göttin zu beschäftigen und natürlich um eine Spende hier zu lassen. Die nehmen wir natürlich immer gerne. Wir haben im Hinterhof haben wir noch ein paar Pferde, wenn ihr möchtet. Könnt ihr euch auch um die kümmern. Ganz wie ihr wünscht. Zu meinem Leidwesen muss ich zugeben, ich bin ein Mann der See und habe nie wirklich mit Pferden die Verbindung gefunden. Gar kein Problem. Wir vertreten natürlich viele Aspekte von Raya. Alle, um genau zu sein. Also, wenn ihr eher nach einer langen Seefahrt euch, naja, etwas, naja, wenn ihr Sex haben möchtet, dann wäre das auch möglich. Nun, ich würde mich zu gerne mit einer Massage begnügen. Und vielleicht ein Bad. Gerne. Männlich oder weiblich? Wieso nicht beides?
Wieso nicht beides? Aktuell haben wir nicht so viel zu tun. Die Leute bleiben uns heute aus. Vielleicht wegen dem Regen. Ich weiß es nicht. Kommt doch mit. Ja, und sie geht so einen kleinen Umweg an dem Spenden... an der Spendenkasse vorbei und dreht dann da einen kleinen Bogen rum, nachdem ihr an der Spendenkasse vorbeigelaufen seid, zu sowas wie einer Sakristei, und da könntet ihr dann im Hinterzimmer, könntet ihr euch dann auf so eine Massagebänke, kannst du dich dann da hinlegen, und der eine wird dann auch so ein bisschen Musik spielen, während die andere dich dann massiert, und ja. Ja, wenn wir natürlich an der Spendenkasse vorbeigehen, ich bin großzügig, ich lasse 5 Dukaten da. Super. Das ist großzügig. Und während Chiara sich gerade die Schultern weich kneten lässt, können die anderen erkennen, wie das Wasser sich leicht kräuselt und einige Köpfe nach oben stieren. Kahl. Glubschäugig. Die ersten Kreaturen, die ihr dort am Wasser erkennen könnt. Und sich sammeln. Als hätten sie alle Zeit der Welt. Nehmen wir einen Bogen herbei und erschieß einen davon. Ja, du siehst, Echsenbogen, hast du dabei? Ja, Echsenbogen, ne? Oder hast du ihm Myriel gegeben? Natürlich, nö. Ja, Echsenbogen nimmst dir alle Zeit der Welt, genauso wie sie es machen, und der Kopf zerplatzt, Unwasser spritzt, auf den Fluss, der sich jetzt komplett blutrot gefärbt hat, während das weiter von oben herunter regnet, und weiterer Kopf streckt sich nach draußen, als ob nichts wäre. Dann kannst du es laut Glockenläuten hören. Nicht von hier, nicht aus dem Schmiedeviertel, sondern vom Hafen. Und dann erklingen Schüsse von Kanonen. 1, 2, 5, 10 Schüsse. Dann lange nichts. Du kannst aufgrund der Schwärze mitten am Tage nicht wirklich was erkennen, aber dort draußen muss sich irgendetwas befinden. Etwas befinden, das rechtfertigt, dass 10 Kanonenschüsse abgegeben werden. Dann weitere, größere Schüsse, und du kannst einmal ein weiteres Glockenläuten überall aus dem Hafen hören. Und dann bewegt sich die Stadt. Die gesamte Stadt ist in Bewegung. Lautes Geschrei. Die Händler, die eben noch ihre Früchte angeboten haben, Tiere, ihre Gesellschaft, sie alle fliehen, lassen das, was sie auf den Straßen stehen lassen haben, einfach dort und laufen Richtung des Marktplatzes, weiter in Richtung Festland. Du kannst das laut hören, wie sie schreien. Dämonenarchen!